Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Vizebeast Infinity. Ja, wir spielen weiter. Wir sind wieder da. Wir haben letzte Folge. Was haben wir? Letzte Folge haben wir, glaube ich. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ja. Eine sehr gute Frage. Was haben wir denn da gemacht? Dann im E-System, dann haben wir vorletzte Folge. Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mir die Folge jetzt angucken, dass ich mich wieder, ich glaube, 2 Tage her oder 3. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Lustigerweise. Aber egal. Wir machen trotzdem weiter. Wir werden heute den Spawner-Raum anfangen. Den zweiten für Villager. Da baut sich ein Enderman durch die Gegend. Auch schön. So, wir machen erstmal wieder unsere Query an, natürlich. Ja, die ist schon relativ tief. Was haben wir hier? Kupfer. Cinnabar haben wir schon, das ist gut. Weil mit Cinnabar können wir nämlich... ich glaube mit dem Quicksilver, ne? Oder war das damit? Mana Infused. Na, warte mal, die kriegt man noch irgendwie anders. Nein. Oder war das? Kriegt man das noch irgendwie anders? Hat man denn nicht auch irgendwie mit Cinema gekriegt? Das Zeug? Ich habe keine Ahnung. Ich meine ja. Oder war mit dem Quicksilver? Mit dem Quicksilver kann nicht sein. Nee. Man hat doch irgendwie Cinnabar gekriegt. Oh, Cinnabar auch? Ja, ist klar. Ich muss auch kurz weg. Da kommt so ein Gesindel. So. Da kommt da so ein Gesindel an. So, Kisten sind noch gut leer eigentlich. Wir können einfach mal was mitnehmen. Einfach mal so. Ein bisschen Erz. Weil. Was isst du, Kackhexe? Mann, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Hey. Immer geschmeidig bleiben hier. Schnell weg. Ja, komm. Ist doch gut mit dem Schaden. Mein Gott, ey. Boah, Hexen, ne? Nee, gibt, glaube ich, nichts Nervigeres als Hexen. Achso. Ja, Poison geht ja auch nur 9 Sekunden. Kein Problem. Boah. Die Hexen, ne? Die sind so stark, ne? Die Witches. Das ist echt der Hammer. Wenn man mal jetzt mal überlegt, ne? Die hauen einen Dingenstrank auf die Birne. Und dann, ne? Mal kurz den Instant Damage Tank und dann ist man Geschichte, definitiv. Egal, was für eine Rüstung man anhat. Und das ist echt der Hammer eigentlich. Was die können. So, legen wir uns erstmal hin. Wie gesagt, wir werden jetzt gleich den Spawner-Raum anfangen, den zweiten. Und wir werden jetzt erst einmal hier die ganzen Erze wieder reinkloppen. Damit die was zu tun haben, die Sackmill und der Alloy-Smelter. Die müssen ja nicht da umsonst stehen. So, ich wollte nochmal kurz meinen Dingens... Ah ne, kann ich hier oben jetzt aufladen? Habe ich ja hier hingestellt. Natürlich falsch rum sehe ich gerade. Könnte man ja mal hier hinstellen. Dann sieht man das auch. So. Jetzt müssen wir mal kurz nochmal gucken. Nach oben hin. Nach unten hin. So richtig, oder? Output, ja. Du brauchst keinen Output. Weil oben hin ist nichts. Von unten kommt der, genau, kommt der eingehende Strom und von oben, warum ist jetzt beide Seiten, das ist, keine Ahnung. Jetzt sieht man auf beiden Seiten, dass sie voll ist, auch gut. So, laden wir mal kurz auf. So,
Ah ja, Fischer wollte ich auch noch gucken. Genau. Den haben wir ja auch. Stimmt, den Fischer haben wir letzte Folge gebaut. Haha, jetzt fällt es mir wieder ein. Stimmt, den haben wir letzte Folge gebaut. Wow, der ist schon voll. Oh. Ah, da sind, da können, was ich, was für Viecher drin sein. Ja. Was haben wir denn hier alles? Guck mal, Plastiksheets haben wir hier drin. Der Waterbottle ist jetzt nicht. Name-Tags haben wir. Plastikbag, was ist das denn? Was ist ein Plastikbag? Ach, das war drin. Cool. Cool. Gib mal her. Das war drin. Paper. Aha. Nochmal Paper. Und? Wow, 16 Plastikschieße. Ist gar nicht mal so schlecht. Ein paar Sättel. Ich glaube, wir haben ganz schön viele Sachen. Jetzt die Frage, was können wir? Können wir irgendwas davon? Kann man das kochen? Ja, das kann man kochen. Das ist gut. Den nehmen wir mal mit. Den kann man auch kochen. Haben wir schon. Oh, Jellyfish haben wir auch. Das ist gut. Weil daraus können wir nämlich hier Dingens machen. Slime. Wie man sieht. Zack, 33 Slime Balls. Dafür wollte ich den ja auch haben eigentlich. War mit einer der Gründe auf jeden Fall. So, ein bisschen Raw Fish. Dann können wir ein bisschen Fisch kochen. Ein paar Sättel. Ja, und da hier, guckt euch mal die Bücher hier an. Knockback Infinity. Protection, was da alles drauf ist. Haben wir. Wow. Okay. Leder haben wir auch wieder gekriegt, das ist auch schön. Können wir auch gut gebrauchen. Kann man nicht aus denen? Ne. Ja gut, Angeln ist klar. Ja, gefällt einem. Was wir da so rauskriegen. Wie gesagt, ein paar Sättel. Das könnten wir auch. Warte mal, schmeißen wir mal ein paar Sachen hier rein. So ein paar Fische. Dann können wir ein paar mal guckt Fisch. Ach guck mal, wir haben noch Goldohr hier dran. Können wir auch noch hier rüberschmeißen. So. Da können wir schon mal Fischchen. So. ME-System. Die Frage an den Dingern ist natürlich. Oder die Sache an den Dingern ist natürlich, da kann drin sein alles Mögliche. Von Ghast, von Wither, da kann alles drin sein. Deswegen werden wir mal. Packen wir mal die Sachen alle hier rein. Die Slime Balls, das kann auch hier rein. Leder auch. Die Frage ist natürlich, was ist da drin? Da gehen wir mal ein Stückchen weiter. Da kann Blade, da kann alles drin sein. Ein Bliss kann da drin sein. Ein Bliss wäre geil. Fällt mir gerade mal so ein. Da können wir uns eigentlich auch mal eben noch ein normales Reusable-Dingens nehmen und gucken, vielleicht ist da was richtig Gutes drin. Und dann wissen wir da, dann haben wir das wieder nicht. Haben wir noch eine Gasträne? Wir haben noch eine Gasträne irgendwo gehabt. Oder habe ich die schon rübergepackt? Das kann auch sein. Will ich jetzt nicht bestreiten. Ja, haben wir auch. Da brauchen wir noch Enderperlen. Die können wir sowieso mal rüberpacken. Genauso wie Blazewords und Sulfur. So. Soll am für den Anfang erstmal reichen. Das packen wir mal rüber. Ja, oh, jetzt habe ich alles drin. Toll. Gib mein Safari-Netz wieder her. Mein Glider. Ja. Safari nicht, ne? Habe ich gesagt. Jetzt mache ich das wieder so, aber ist egal. Und zwar möchte ich das reusable haben. Danke, weil je nachdem, was da drin ist, da kann, wie gesagt, da kann auch Bliss oder so drin sein. Da möchte ich das natürlich behalten. Jetzt kommt das. Ja, und Wolf, gut, ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, das ist schon wieder was. So ein scheiß Käfer aus dem Twilight Forest. Stirb. Danke. So ein scheiß Beetle war das. Oder wie die heißen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Oh, eine Kuh. Okay. Ein Schwein.
Und Creeper. Ja. Und einen haben wir noch. Und Squid. Naja, nichts Weltbewegendes. Hier hätte mal sein können, dass ein Blister drin ist oder so. Wäre natürlich cool gewesen. Fällt gerade ein, wir könnten auch theoretisch, wenn wir Leder brauchen, könnten wir auch eine Kuh einfach mitnehmen und da im Autospawner kloppen. Fällt mir gerade mal so ein. Komm mal her. Das ist ja reusable. So. Das haben wir. Bauen wir den mal da rein. Das auch. So, haben wir das auch. Sehr schön. Vor allem haben wir jetzt Fischchen. Fischchen. Haben wir den jetzt da reingekloppt? Ja, ich glaube ja, ne? Oh, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die hießen. Gucken wir mal. So viel ist ja hier noch nicht, da sind sie. So viel ist ja zum Glück da noch nicht drin. Fischchen. Der ist hier schön am Rattern. Sehr schön. Der macht grad Sinn. Ja, was machen wir jetzt? Wir brauchen Wolle. Wir brauchen unbedingt Wolle. Das heißt, wir brauchen Schafe. Schafe? Jetzt kommt natürlich das Problem. Ich habe da jetzt eine Kuh dran. Aber wisst ihr was? Die Kuh stellen wir einfach mal hier irgendwo hin. Die kann ja nicht weg. wir nehmen mal ein paar Fischchen mit. Anstatt Äpfel. Und gucken wir mal, was wir ein Schaf finden. Weil im Endeffekt kann ich Schafe auch autospawnen. Oh, da haben wir direkt schon eins. Und Wolle dann sammeln. Weil Wolle brauchen wir nämlich auch langsam. Wir brauchen nämlich bald die Dense Cable. Für das ME-System. Obwohl ich das am Anfang anders machen werde. Oder war zu weit? Ich wollte eigentlich hier hin. Denn ich muss zum Autospawner. Au. Dürfte mir auch noch, der Sack. Mein Gott. Ja gut, jetzt kann ich natürlich nicht viel machen da. Schon raus da. So, hier kann aber nichts hoch, ne? Wisst ihr was von? So. Mach mal an. Jetzt müssten eigentlich auch Schafe spawnen gleich. Hoffe ich. Irgendwann. Ja, da. Ich frage, jetzt kommt da dann auch Wolle raus? Ja, kommt. Sehr gut. Weil Wolle brauchen wir jetzt nämlich auch. Ist zwar ein bisschen umständlicher, weil eine Schaffarm geht eigentlich einfacher mit diesen Rancher. Aber da müsste ich halt jetzt erstmal alles aufbauen. Wo man jetzt ja sagen muss, der Rancher, der ist glaube ich nicht so schwer, ne, zu machen. Nö, das geht eigentlich. Könnte man sich auch bauen eben. Einfach klar. So, wir brauchen drei Tim Gears vor allen Dingen. Davon brauchen wir einen. Brauchen wir das. Zwei Scheren. Und eine Plastikpipe, okay. Machen wir eine Plastikpipe auch noch. So, danke. Fertig. So, wie geht das? So, dann brauchen wir noch Strom. Konduit. Und da brauchen wir noch Chests. Ich würde ja fast sagen, wir nehmen auch eine Goldchest wieder. Weil wenn wir ein paar Tage nicht am Server sind, kann der weiterarbeiten. Und da müssen wir natürlich zwei Schafe erstmal haben. Aber wir haben doch jetzt... Na ne, die haben wir gar nicht mehr, die Safari-Netz, ne? Ne.
Mal kurz und guck. Fisch. Obwohl ich Fische ja gar nicht mag eigentlich. Lustigerweise. Ich esse keinen Fisch. Was? Wo? Oh. Wo ist denn ein Monster? Wo denn? Hä? Wo ist denn hier? Hä? Hier kann kein Monster sein in der Nähe. Hä? Hier unten drunter oder was? Ne. Hä? Wo ist denn jetzt? Hä? Verarschen? Wo ist denn der Monster? Red doch. So. Oh. Warum geht der denn jetzt runter? So stark. Ach, weil die Maschinen hier die ganze Zeit am Laufen sind, kann das sein? Ja, an sind sie alle. Ich frage mich gerade, warum der nichts macht hier. Hä? Warum läufst du nicht? Jetzt? Immer noch nicht. Hä? Hä? Der ist doch mit Strom verbunden. Das sehe ich doch. Der geht doch hier nach oben und geht nach der Seite. ja. Das ist eine sehr gute Frage, würde ich sagen. Warum geht der nicht? Oder warum läuft? Warum kriegt der keinen Strom abgenommen? Tja. Dann machen wir anders. Komm mal her. Dann kommst du jetzt hier oben drauf. Du kriegst von hier aus Insert. Ach ne, das ist Push. Push! So, dann kriegst du von hier. Dann kannst du da Strom abgeben. Jetzt läuft's! Ich weiß gar nicht, warum ging das denn nicht? Keine Ahnung. Ist egal, machen wir das so. Dann können wir hier auch noch zwei theoretisch ranbauen von den Dingern. Dann passt das. So. So, jetzt aber. Gibt's ja gar nicht. Oh, leer gelutscht. Aber laufen tun sie trotzdem, also was soll's. Ja, doch, die verlieren ein klein wenig Energie. So, was wollten wir jetzt? Ein Rancher aufbauen. Genau. Wo bauen wir den denn hin? Da haben wir den Fischer. Ich würde sagen, ein Stückchen weiter da, wa? Genau. Ups. Das wollte ich nicht. Die Enchanted Books, die könnten wir dann auch mal... Wir können ja natürlich auch Sachen rausfiltern. Sachen halt, die wir brauchen, die könnten wir im Prinzip behalten. So, im Prinzip brauchen wir nur ein paar Fences jetzt. Fences. Fences. Fence? 14, ne, das reicht nicht. Ja, ja, mach mal Wood. Haben wir gar nicht. Okay. Machen wir uns mal ein bisschen Wood. Wir haben genug Wood. So. Gib mal so ein paar Sticks. So. 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 Fertig. Jetzt haben wir genug Zäune.
So, dann machen wir uns da mal einen Zaun hin. Ein Zäunchen. Oh, eine Schaufel? Nein. Natürlich nicht. Oh, ein Telecreeper, guck mal. Verzieh dich. Stück. So, dann bauen wir hier mal einen Zaun hin. So würde ich sagen, erstmal. Ja, das reicht. Da können auf jeden Fall ein paar Schafe rein. Das reicht auf jeden Fall. So, und dann bauen wir hier. Ne, das ist nicht die Mitte. Puh! 5x5 kann das, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich keine Axt mit. Boah. 5. Nach hinten raus ist egal, das reicht. Aber die Breite will ich auf jeden Fall. Brauchen wir zwei Schäfchen. Und dann ist fertig. So, und hier kommt der Rancher hin. So. Und dann müssen wir hier oben noch einen Zaun drauf machen, sonst hopsen die da raus, weil das ist ein Block. So. Und dann müssen wir einfach nur Kabel verlegen. So, dann machen wir das schon unten dran. Und hinten kommt eine Kiste dran. So. Ach ne, ich habe jetzt gedacht, da fehlt ein Kabel. So, so, so. Das haben wir. Dann kommt hier noch die Kiste. So, dann haben wir nämlich auch Wolle. So, und jetzt holen wir uns kurz, ja, eigentlich das Ding wieder hier raus. Ups. Ah, das ganz, ah ja, der Autospawn hat zu viel Energie weggezogen, klar. Wow. Haben jetzt aber schon gut Wolle. Schnell weg da. So, einen haben wir. Ja, ist eigentlich schon gut Wolle. Nehmen wir mal nur die weiße mit. Obwohl, wir nehmen alle mit Kack drauf. So. Haben wir schon auf jeden Fall ein bisschen Wolle gesammelt. Das ist schon mal sehr schön. So. Rein da. Nein, du nicht. Ma. Du nicht. Du kommst nämlich da rein, mein Freund. Da kommst du rein. Und die Fackel können auch weg. Und da kommst du rein. Und du wirst nämlich direkt schon geschert. Hehehe. So, und dann holen wir uns noch eins. Am besten wäre natürlich ein weißes. Weil sonst kann es passieren, dass man alle möglichen Farben da hat. Hier stand ein Schaf, oder was? Oh. Nö. Nö. Mal kurz auf die Map gucken. Da unten, da lang. Gucken wir mal da. Da, wo Schäfchen sind. Ja. Ein Pferd, ein weißes. Da ist ein Schaf. Haha. Ich habe ein Schaf gefunden. Hallo Schaf, komm mal mit. Okay. So, dann haben wir unsere zwei Schäfchen und die können wir mit Weed, das können wir die ersten, wir können die ja mit Hand füttern. Wir brauchen jetzt nicht tausende Schafe da. Was wir auf jeden Fall brauchen noch, ist eine Kuhfarm für unser für Laserdrill nachher. Die können wir auch mal bald angehen. Aber als erstes will ich auf jeden Fall den Emerald, die Emerald-Produktion anmachen. Also was heißt anmachen hier im Halt, ne? Habe ich ja gesagt, eine Smeltery
und da halt Villager rein spawnen lassen. Mit dem Autospawn im zweiten. Und dann halt mehrere Emeralds zu haben. Oder Emeralds zu kriegen. Hier, bitte. Macht euch mal noch einen dritten. Dankeschön. Und jetzt jedes Mal, wenn die jetzt wieder Wolle haben, werden die geschoren. Und fertig ist es. Das ist doch sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch. Und die Folge ist schon wieder vorbei. Leider. Und ich gucke jetzt mal, habe ich hier... Ja, ich habe hier meine Axt reingetan, siehst du? Wusste ja, dass ich eine Axt hatte. Gut, dann beenden wir die Folge jetzt erstmal wieder. Und wie immer sage ich zu euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei anderen Minecraft. Feed the Beast, Infinity, Schüssingen.